Hallo, mich beschäftigt immer mal wieder die Frage, worum es im Leben eigentlich geht. Worauf will ich mal zurückschauen, welche Bilanz ziehen? Und dabei komme ich immer wieder auf meine Beziehung, auf meine Freunde und die Familie zu sprechen. Die großen Denker und Therapeuten waren sich einig, dass eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse ein glückliches Zuhause ist. Ein Ort, an dem ich Geborgenheit erfahre, Wertschätzung oder Annahme. Gilt das auch für dich? Schön wäre es, wenn es keine Einbahnstraße bliebe, sondern du auch anderen ihre Bedeutung zusagen könntest. Wen kannst du ermutigen, stärken, liebe Worte sagen oder wen ganz praktisch unterstützen? Am nächsten ist dann natürlich die eigene Familie. Bist du verheiratet? Wann hat dein Partner von dir das letzte Mal gehört, dass er oder sie der Beste für dich ist? Du dankbar für die Ergänzung bist, die Unterschiedlichkeit, auch wenn es vielleicht manchmal spannend wird. Frag ihn doch am besten gleich noch heute, ob er sich deiner Liebe und Freundschaft bewusst ist. Ob das sicher bei ihm angekommen ist, dass er der Beste für dich ist. Und falls dem nicht so ist, dann hilf doch gerne nach und bring ihm mal einen Müsli-Riegel mit. Oder schenk ihm unbedingt mal wieder einen Blumenstrauß. Oder eine andere Idee, schreib mal eine kleine Karte, leg sie bei ihm unter das Kopfkissen, ein Liebesbeweis. Und hast du Kinder? Sind sich denn auch deine Kinder deiner Annahme und Liebe sicher? Und da gibt es ja keine Altersbegrenzung. Als ich vor kurzem mit einem meiner erwachsenen Söhne einen Videoanruf hatte, waren meine Worte klar und eindeutig. Das war mir ganz wichtig, dass er von mir hört: Hey, mein Freund, ich freue mich so, dass du mein Junge bist, dass du ausgerechnet in unsere Familie hineingeboren wurdest. So ein Geschenk, dich zu haben, mit dir über die Höhen und Tiefen des Lebens zu sprechen, so auszutauschen, jetzt inzwischen von Mann zu Mann. Und auch das ist ja keine Einbahnstraße. Auch meine Kinder melden sich ab und zu bei mir, und das ist eine Postkarte, die ich von einem meiner Söhne bekommen habe. For a special guy heißt es da. Und er schreibt: Hey Papa, die Karte ist für dich, einen besonderen Kerl. Ich finde es nach wie vor super, dass wir nicht nur Vater und Sohn sind, sondern auch Freunde. Und da treibt es mir immer noch die Tränen in die Augen, wenn ich so etwas lese. Also wenn du dich ganz praktisch in deine Beziehung investierst, dann gibt es nur Gewinner. Alle profitieren davon. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gebot Jesu, das er uns weitergegeben hat, mit dem er uns auch beauftragt. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich dich als Verbündeten gewinnen könnte, zu ermutigen, zu stärken, für andere da zu sein und Liebesbeweise zu bringen. Und falls du dabei Unterstützung brauchst, dann empfehle ich Team F, weil jeder ein Zuhause braucht.